Ja, heute mal ein Thema, wo ich als Frau aus der Psyche und dem Blickwinkel einer Frau auf eine eher weibliche und teils sehr toxische Verhaltensweise schaue. Es geht um Manipulation. Frauen beeinflussen Männer psychologisch, damit sie auf eine bestimmte Weise handeln, denken oder fühlen. Und Männer stehen dem relativ waffenlos gegenüber. Relativ, denn Männer können erkennen, ob sie manipuliert werden, und ich biete euch heute Hilfe. Und warum das eigentlich ein 90er-Jahre-Video ist, das erkläre ich euch am Schluss. Ja, macht doch gerne ein Abo, wenn euch meine Themenwahl gefällt, und vergesst die Glocke nicht, weil ja YouTube nicht alle Videos immer automatisch vorschlägt. Und für private Einblicke folgt mir auf Instagram. Ja, Frauen sind Expertinnen in subtiler Manipulation, und sie nutzen sie wie eine Art Machtinstrument. Damit versuchen sie, jemanden psychologisch so zu beeinflussen, dass er auf eine bestimmte Art und Weise handelt, denkt oder fühlt. Ja, und in dem Video sprechen wir über Frauen, die Männer manipulieren. Ja, und oft sind Männer sich der Beeinflussung gar nicht bewusst. Sie fühlen sich irgendwie vielleicht schlecht, ein Druck lastet auf ihnen, sie fühlen sich vielleicht in die Enge gedrängt, aber es ist nur so ein diffuses Gefühl, sie wissen nicht genau warum. Und vielleicht kennen das ja auch einige von euch. Ja, und ich zeige euch heute 5 Beispiele, wie Männer erkennen können, ob sie manipuliert werden. Und das ist auch für die Ladies ganz interessant. Nummer 1, die Ausnutzung der Schwächen. Also die Frau, die entscheidet ja in einer Partnerschaft subtil fast alles, ohne dass die Männer es merken. Ja, habt ihr euch schon mal gefragt, warum ihr mit der Partnerin zum Beispiel in Ibiza am übervölkerten Strand liegt, wo ihr doch viel lieber eine Wandertour durchs Tirol gemacht hättet, aber trotzdem denkt ihr, ja gut, aber eigentlich möchte ich ja schon auch hier sein. Ja, Frauen manipulieren so raffiniert, dass Männer sich sogar gut dabei fühlen, wenn ihre Bedürfnisse und Wünsche übergangen werden. Sie tischen 1000 Gründe auf, warum ihre Idee die bessere ist, und weil Männer in der Regel keine Lust auf stundenlanges Feilschen haben, was jetzt wirklich besser ist, beugen sie sich ihren Wünschen proaktiv. Happy Wife, Happy Life. Ja, die Frau weiß natürlich, dass es meistens so läuft. Sie braucht also nur intensiv genug auf ihn einreden oder beginnen einzureden, und er gibt von vornherein klein bei. Ja, und nachgeben aus Unlust, sich ihr entgegenzusetzen, ist eine Schwäche des Mannes, denn so werden ja seine eigenen Bedürfnisse übergangen, und so entscheiden Frauen fast alles. Ja, laut Statistiken entscheiden sie zu 2/3 den Autokauf, und egal, ob das Gefährt für den Ehemann oder den eigenen Gebrauch gedacht ist. Ja, liebe Männer, wie oft habt ihr euch schon in einen schnittigen Sportflitzer verguckt? Die Chefin zu Hause aber legte Veto ein, und ihr musstet euren Traum begraben. Sie ist die Autorität im Haushalt, im Haus, im Garten. Sie entscheidet über Wohnungseinrichtungen, über gemeinsame Freizeitaktivitäten. Sie hat das letzte Wort bei der Schule der Kinder und darüber, ob er die neue Stelle annimmt. Und falls es bei euch definitiv andersrum läuft, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ja, Frauen weinen. Um zu bekommen, was sie wollen, setzen Frauen hier und da Tränen ein. Ja, Männer wissen oft nicht, wie sie mit einer weinenden Frau umgehen sollen, und angesichts der kullernden Tränen sind sie heillos überfordert. Ja, und damit der Wasserfall austrocknet, tun sie so ziemlich alles, und Frauen wissen das. Tränen funktionieren wie ein Joker, wenn alles andere versagt. Privat, aber auch im Beruf. Mit Frauen gehen männliche Vorgesetzte nämlich tendenziell empathischer um als mit dem eigenen Geschlecht. Vielleicht haben die Männer unter euch ja das selbst schon mal an sich beobachtet. Und Frauen machen sich also das Mitgefühl von Männern manchmal zunutze, um zum Beispiel an einen Job zu kommen. Ich habe selbst schon beobachtet, wie Frauen unter Tränen-Einsatz das Chefbüro aufsuchten, mehr Lohn oder Mitarbeit bei einem Projekt erschluchzten und rauskamen mit mehr Lohn und einem neuen Projekt. Ja, Achtung, liebe Feministen, Triggerwarnung. Frauen manipulieren Männer mit Sex. Von Feministen und Medien wird ja punkto Sex gerne das Bild der hilflosen, von Männern ausgenutzten Frau gemalt. Gefangen in der herrschenden Opferkultur übersehen sie dabei, dass Frauen aus ihrer Weiblichkeit Nutzen ziehen. Nicht alle, nicht immer, aber Frauen tun es, sie setzen Sexualität für ihre Zwecke ein. Ja, und vielleicht gibt es jetzt einen Shitstorm, aber egal. Ja, und es gibt Männer, die sind ihren Frauen fast hörig, einfach weil sie ihnen so den Kopf verdreht haben. Eine Taktik, um Männer zu beeinflussen, in dem Sinn, dass die Frau ihren Willen bekommt, ist etwa Sex zu verweigern. Oder aber sie streift sich die Sorte Lingerie über, die Tote zum Leben erweckt,
um die Belohnung anzudeuten, die auf den Partner nach der Erfüllung ihres Wunsches wartet. Ja, und für das männliche Gehirn ist Manipulation in dem Moment ein viel zu kompliziertes Wort. Viertens, Schmeichelei. Ein bewährter Weg, bei einem Mann auf sanfte Art zu erreichen, dass er auf eine bestimmte Weise handelt, also etwas Bestimmtes für sie tut, ist durch Schmeichelei. Ja, und dazu muss man wissen, unter Männern ist ja der Wunsch, gebraucht zu werden, ausgeprägter als unter den Frauen. Es ist wohl biologisch bedingt. Männer haben nicht nur das Bedürfnis zu beweisen, dass sie dem Anspruch genügen, sondern die Aufgabe mit Bravour meistern. So, und natürlich könnte man als Frau das lästige Virenproblem am Computer mit intensivem Googlen und mit Ausprobieren irgendwie selbst aus der Welt schaffen. Aber wieso sollte man das tun, wenn man ja einfach etwas Nettes sagen kann und sich das Problem dann quasi von alleine löst? Schatz, ich kenne nun mal keinen, der sich mit Computern so gut auskennt wie du. Frauen bringen es fertig, einem Mann das Gefühl zu geben, keiner könne es besser als er und kein Problem auf der Welt ist gerade wichtiger. Ja, und sie stellen das so clever an, dass der Mann, der sich ja gerne als kultivierter Kenner der Weiblichkeit versteht, hinterher auf seine Leistung stolz ist. Na, wer löst denn das Problem, wenn nicht ich? Ja, und fünftens die Opferkarte. Die meisten Frauen sind sich über diesen zentralen Punkt des Mannseins einig. Männer vergessen bemerkenswert schnell. Ja, ihr dort. Und zwar wirklich schnell. Macht sie etwas falsch, ärgert er sich, man spricht vielleicht darüber und dann ist's vergessen und die Sache ist abgehakt. Anders als Männer vergessen Frauen Fehler nie. Frauen rufen ihren Partnern einen Fehler auch 7 Jahre später noch in Erinnerung. Beispielsweise in Momenten, in denen sein schlechtes Gewissen für ihre Zwecke von Vorteil ist. Und ich sage euch jetzt was, aber ihr habt's nicht von mir. Die Hälfte der Geschichte erfindet sie dann dazu. Ja, sie erfinden was, damit sie noch mehr Munition haben. Denn sie sind ja Opfer von irgendeinem schlechten Verhalten durch den Mann. Und dass sie was dazu erfindet, spielt aber gar keine Rolle, denn sie weiß ja, den Wahrheitsgehalt kann er ja gar nicht beurteilen, weil er den Vorfall längst vergessen hat. Und genau jetzt ist der Moment da, wo er im Streit ein Argument bräuchte und keins hat. Kommt irgendeinem männlichen Wesen da draußen diese Situation bekannt vor? Ja, und gerne kombiniert sie in der Situation das Kalkül noch mit dem Vorwurf, was man als Frau alles ertragen müsse. Sie braucht dann nur in trockenem Ton, du bist so eine Enttäuschung, zu sagen und auch der Standhafteste fühlt sich schuldig und miserabel. Ob er tatsächlich einen Fehler gemacht hat, völlig einerlei. Nun, warum manipulieren Frauen eigentlich? Also was ist die Psychologie dahinter? Psychologen und Paartherapeuten sehen unterschiedliche Gründe. Es gibt Frauen, die finden Vergnügen daran, den Mann zu kontrollieren und mit ihm und seinen Gefühlen zu spielen. Andere manipulieren ihren Partner aus einem Verlangen nach Sicherheit heraus. Frauen haben tendenziell ein größeres Bedürfnis nach Sicherheit als Männer. Ja, und so versuchen sie, Dinge zu kontrollieren, die sie eigentlich nicht kontrollieren können. Und die dritten, und vielleicht ist das die Hauptgruppe, die sind einfach Egoisten. Die manipulieren, weil sie es für ihr Wohlbefinden brauchen, dass alles nach ihrem Geschmack läuft. Und natürlich gibt es Fälle, da ist kein Problem. Gewisse Dinge sind ja noch lustig. Und dann gibt es aber auch Fälle, da ist es halt nicht besonders gesund. In die Enge gedrängt, manipuliert zu werden bei etwas, das man ja eigentlich gar nicht tun oder fühlen oder denken will, das kann zu falschen Entscheiden führen, unter denen man vielleicht sogar länger zu leiden hat. Eigentlich wissen wir es alle, dass es so ist, dass es das gibt. Wir sind uns der toxischen weiblichen Manipulation bewusst. Aber die Gesellschaft ist heute so beschäftigt mit Beschuldigungen gegen die Männer, dass ungünstige Wesenszüge bei den Damen kaum mehr angesprochen werden. Die große Mehrheit schreibt oder spricht nur noch über Diskriminierungen. Es gibt kaum Darstellungen, in denen Frauen nicht als makellos, aber benachteiligt gelten. Ja, in dem Sinn ist das hier ein 90er-Jahre-Beitrag, er fällt gänzlich aus der Zeit. Aber vielleicht schafft er es ja ins Geschichtsarchiv, toxische Videos aus der Postmoderne. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Habt ihr das Gefühl, ihr seid schon manipuliert worden? Bin ja selbst auch keine Heilige, also auch ich habe schon Tricks angewandt in meinem Leben, um einen Mann zu beeinflussen. Erzählt mir bitte von euren Erfahrungen, ich freue mich. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe auf ganz bald. Folgt mir auf Instagram und tschüss.